Ja, Fuchs ist, weil ich ein rote Haar als Kind und wir haben sie oft Fuchs geheißen. Ich bin so ein Sack selber aus Lodz in Finchgau geboren und ich bin in London oben gewesen und habe studiert und jetzt bin ich seit Oktober in New York und gemeinsam mit meinem Vater Markus mache ich die Ausstellung im Museum oben, die er Hans heißt. Mein Vater Markus, gemalt von Markus' Vater. Markus' Vater ist ein Künstlerfreund aus Düsseldorf, der in London lebt. Und der hat mir einen Gefallen gemacht und hat mir das Bild gemalt. Ich bin Markus Nikata von St. Valentin in Oberfinchgau. Ich tue zusammen mit meinem Kumpel Sven Molly mit den Füchsen. Das Projekt ist losgegangen letztes Jahr in der Toskana unten. Wo ich bin ja Residenz gewesen und dann habe ich so einen Fuchs gefangen und erschlagen. Und nachher gibt es halt die Fotos mit dieser Performance gewesen. Caccia alla Volpe heißt die. Und daraufhin habe ich den Tata gefragt, ob er mir keine Füchse malen kann. Da ist ein alter Ego von mir, irgendwie der Fuchs. Durch den, dass sie den umgebracht haben, habe ich meinen alten Ego gekillt. Und mein Vater hilft mir dabei, das zu verstärken. Ich habe Schwierigkeiten. Die ersten Füchse sind nicht so gut. Aber mit der Zeit lernt man halt dazu und sieht bei anderen Leuten wieder. Und geht zum Museum und sieht man die Viech. Das ist ein Stress. Du hast es nicht mit Wasser verdienen, Acryl nicht normal, oder?